500 Euro hat er verloren, mein Freund, als er in Italien Urlaub machte. Dabei fing alles ganz harmlos an, in einem Spiel auf der Straße, bei dem die Passanten Geld gewinnen können. Man muss nur wissen, unter welchem von drei Bechern sich ein Ball befindet. Und wenn man richtig rät, erhält man das Doppelte des eingesetzten Geldes. Mein Freund hatte alles im Griff. Er wusste immer genau, unter welchem Becher sich der Ball befand, auch wenn die Becher durcheinander gebracht wurden. Als er jedoch 500 Euro auf den Becher mit dem Ball setzte, da kam der Schock. Es handelte sich um ein Fallspiel, das man nie gewinnen kann. Eigentlich ist es ziemlich gemein, weil man natürlich einen solchen Ball manipulieren kann. Man kann ihn heimlich unter einen Becher geben, unter einen Becher hervornehmen, ohne dass die Zuschauer etwas davon merken. Ich als Zauberkünstler würde mich nie für ein solches Spiel hergeben, dessen einziger Zweck es ist, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenn ich ein solches Spiel mache, geht alles ganz offen und fair zu. Ich verwende keinen Ball, den man manipulieren kann. Ich fülle einen Becher mit Wasser. Sie brauchen dann nur noch auf den Becher mit dem Wasser zu schauen. Nehmen wir einmal an, Sie setzen 10 Euro auf den Becher mit dem Wasser, den Sie nicht mehr aus den Augen lassen, ganz egal, was ich mache. Ich vermute mal, die meisten von Ihnen würden Ihr Geld auf den mittleren Becher setzen und hätten damit Ihre 10 Euro verdoppelt. Schon etwas mutiger geworden, setzen Sie jetzt vielleicht 100 Euro auf den Becher mit dem Wasser, den Sie nicht mehr aus den Augen lassen, ganz egal, was ich mache. Diesmal bin ich sicher, die meisten von Ihnen würden Geld auf den mittleren Becher setzen und hätten damit Ihre 100 Euro verloren. Alle anderen hätten noch einmal eine Chance. Diejenigen, die auf diesen Becher gesetzt hätten, hätten ebenfalls verloren. Nur diejenigen unter Ihnen, die auf diesen Becher gesetzt hätten, hätten gewonnen, wenn nicht auch dies ein Fallspiel gewesen wäre.